Schon ab Donnerstag übermorgen gelten in der EU Zusatzzölle von bis zu 35,3% auf E-Autos aus China. Die EU-Kommission begründet diese Zölle damit, dass Elektroautobauer in China massiv subventioniert werden und damit ihre Fahrzeuge billiger verkaufen können als Autobauer in der Europäischen Union. Weil die Strafzölle auch deutsche Hersteller treffen, die in China produzieren, hatte Deutschland die Maßnahme abgelehnt. Die EU will weiter über eine politische Lösung reden. Allerdings liegen die Positionen auch nach 8 Verhandlungsrunden noch weit auseinander. China prüft seinerseits Gegenmaßnahmen auf europäische Produkte. Und zugeschaltet ist mir jetzt Jens Spahn, der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende. Ich grüße Sie, Herr Spahn. Hallo. Schönen guten Tag, hallo aus dem Münsterland. Da haben wir ja einiges zu besprechen. Fangen wir mal an mit heute Vormittag, der FDP-Gegengipfel. Hat der denn Ihrer Meinung nach das Vertrauen der Wirtschaft in die Koalition gestärkt oder wenigstens der FDP Rückenwind verschafft? Na, das Gegenteil ist ja generell der Fall mit dem, was wir in den letzten Tagen wieder erleben. Der Kanzler lädt zum Industriegipfel, sagt aber seinem Wirtschaftsminister nichts davon und dem Finanzminister schon mal gar nicht. Darauf legt der Wirtschaftsminister ein unabgestimmtes Papier vor, mal wieder Milliardensubventionen auf Schulden, auf Pump. Der Finanzminister sagt uns dann aus Washington, das passiert alles nicht. Ich lade am Dienstag auch zu einem Gipfel ein und erzähle den anderen nicht davon. Das ist kindisches, albernes Gipfel-Ping-Pong, während das Land in der Rezession ist, Volkswagen Werke schließen muss, die Menschen Sorgen um ihren Job haben. Diese Ampel ist selbst mittlerweile Deutschlands größtes Standortrisiko. Tja, genau das sollten ja eigentlich diese Gipfel oder zumindest der Gipfel beim Kanzler ändern. Was erwarten Sie jetzt gerade vom laufenden Gipfel im Kanzleramt? Wir hören ja, VW-Chef Blume ist auch dabei. Wird es vielleicht sogar in erster Linie ein VW-Gipfel? Die ganze deutsche Industrie braucht Unterstützung, braucht eine Wachstumsperspektive, braucht vor allem gute Rahmenbedingungen. Volkswagen ist ja die uns allen bekannte Spitze des Eisbergs. Mit Volkswagen ist natürlich auch viel Emotion gebunden. Die Geschichte vom 1-millionsten Käfer vom Band, die kennt jeder. Also Volkswagen steht natürlich auch für das deutsche Wirtschaftswunder. Aber die Probleme gehen viel, viel tiefer. Die deutsche Wirtschaft schrumpft. Es sind 300.000 Jobs in der Industrie verloren gegangen in den letzten Jahren. Wer kann, investiert im Ausland. Und deswegen ist eigentlich genug geredet worden. Wir wissen ja alle, wo das Problem ist. Es braucht keine weiteren Gipfel. Es braucht vor allem Taten, Entscheidungen, Energie. Energiepreise runter, Bürokratie abbauen, Lieferkettengesetz aufheben, eine Agenda für die Fleißigen, Bürgergeld abschaffen, Anreize zum Arbeiten setzen. Wir wissen doch alle, was zu tun ist. Es muss nur endlich getan werden. Und das eigentlich auch nicht erst seit diesen Gipfeln oder seit die Industrie oder die Wirtschaft das sagt. Das ist schon seit Wochen, seit Monaten bekannt. Jetzt kam gerade heute Nachmittag auch die Meldung, die EU-Zusatzzölle auf die Einfuhr von Elektroautos aus China treten nun in Kraft. Und zwar schon am Donnerstag. Widerstand gab es ja aus Deutschland. Ist das ein weiterer herber Rückschlag auch für den Standort, für den Autostandort Deutschland? Die Frage ist ja, wie China jetzt seinerseits auf diese Zölle aus Europa reagiert. Das sind wahrscheinlich die ersten Schutzzölle, die erhoben werden zum Schutz einer Industrie, die die Zölle selber gar nicht will. Also die deutsche Automobilindustrie sagt ja, wir wollen diese Zölle nicht. Was jetzt wichtig ist, ist mit China reden. Wir brauchen faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Industrie. Automotive, Maschinenbau, Chemie müssen in China einen fairen Markt haben und umgekehrt, dann können die Chinesen auch bei uns auf dem Markt sein. Also es braucht Gespräche, Tough Talks, würde der Engländer sagen, auch harte Verhandlungen. Die Zölle, wenn sie jetzt schon kommen, sie sind ja beschlossen, sollten Startpunkt von Gesprächen sein, damit wir idealerweise wieder in eine Welt ohne Zölle kommen. Nun haben Sie vorhin auch schon die Problematiken beschrieben, die, wie gesagt, die Wirtschaft kennt, aber die Politiker ehrlich gesagt auch. FDP-Fraktionschef Christian Dürr, der sagte mir vorhin im Gespräch, die Wirtschaftsklaute läge aber vor allem an der Vorgängerregierung, die in diesen Bereichen viel zu wenig getan habe. Was antworten Sie ihm denn auf diese Vorwürfe? Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen soll. Die Ampel regiert jetzt 3 Jahre und schuld sind immer noch nur die anderen. Da fängt schon die Analyse halt falsch an, so kommt man nicht zu richtigen Ergebnissen. Wahrheit ist, wir haben der Ampel ein Land im Wachstum übergeben. Die deutsche Wirtschaft ist in den Jahren vor der Pandemie so stark gewachsen, so lange gewachsen wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Für die meisten deutschen Unternehmen waren das die besten Jahre ihrer Unternehmensgeschichte. Und die haben daraus in 3 Jahren ein Land der Rezession und des Schrumpfens gemacht.
gemacht. Das ist so, als wenn Sie den Bayern München übernehmen und innerhalb von 3 Jahren in die dritte Liga führen. Herr Dürr und das ganze Ampelteam ist dafür verantwortlich, niemand anders sonst. Ist aber nicht der Standort Deutschland vielleicht wirklich ein bisschen reform- oder bewegungsunfähig wie so ein großer Tanker? Vielleicht ist auch VW Sinnbild dafür, Bürokratie, Steuern, Energiepreise und langsam eben, weil die letzte große Reform, die stammt auch nicht von Angela Merkel. Ich würde mal sagen, das war Gerhard Schröder mit Hartz IV. Gerhard Schröder hat damals in einer ähnlichen Lage die Agenda 2010 gemacht, der wir übrigens zugestimmt haben, sie war richtig. Was wir jetzt bräuchten, wäre eine Agenda 2030. Wenn nur so ein bisschen Gerhard Schröder von damals im heutigen Kanzler in Olaf Scholz stecken würde, hätte er ja längst eine Agenda 2030 gemacht. Und die Leute warten ja geradezu darauf, dass man etwa die Energiepreise senkt, mit den CO2-Einnahmen die Netzentgelte halbiert. Lieferkettengesetz abschaffen, stand im Bundestag zur Abstimmung. Kanzler, Finanzminister, Wirtschaftsminister sagen, das Gesetz, die Berichtspflichten müssen weg. Lasst es uns machen. Nächste Woche Tag der Bundestag. Wir machen sofort mit. Dann gibt es die Mehrheiten, selbst wenn die Grünen da bockig sind. Und so können wir die Themen durchgehen. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch in der Opposition, wenn die Grünen das Problem sind, Herr Bundeskanzler, um den Standort Deutschland, die deutsche Industrie zu retten. Dann lassen Sie uns schnell die Maßnahmen gemeinsam machen. Wir müssen wieder zu Wachstum kommen. Also Jobs sind in Gefahr. Die städtischen Haushalte müssen sparen. Überall fehlt es am Geld, weil die Wirtschaft schrumpft. Und das kann nicht noch 11 Monate so weitergehen. Ein bisschen mehr Gerhard Schröder fordert Jens Spahn, der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und Ihre Zeit. Damalige Gerhard Schröder, das ist wichtig. Vom heutigen Okay. Brauchen wir weniger. Ist notiert.